Servus Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um den Thunder 2.0 gehen. Dabei geht es konkret um eine Kombination aus Kopf mit Holz und Edelstahl und einer inbegriffenen Smokebox für insgesamt 70 Euro. Ob das Ding was drauf hat und ja, ob das alles auch so gut funktioniert mit solchen Zangen, das testen wir heute in dem Video. Bevor ich die Verpackung auspacke, erstmal die Information, es gibt drei verschiedene Varianten von diesem Thunder Aufsatz von Mosaic. Ich muss kurz ablesen, weil die Namen kann ich mir nicht so auf die Schnelle merken. Calm Forest, dann haben wir hier noch Cliff und dann haben wir noch Red Desert. Perfekt, Red Desert ist noch in der Verpackung. Dann würde ich sagen, packen wir die erstmal aus. So sieht die Verpackung aus. Was ganz geil ist, ist eigentlich, wir haben hier einen Magnetverschluss. Vielleicht hört ihr das jetzt auch. Ist auf jeden Fall mega befriedigend, das auf und zu machen, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Dann haben wir noch einen schönen Aufdruck. Hier steht nochmal Thunder und hier ja, Instagram und alles Mögliche. Wir machen es auf und es kommt erstmal eine Karte entgegen. Das ist da drin, ein, zwei Sticker und natürlich noch eine Beschreibung. Sehr gut. Dann, und es kommt als erstes in der Verpackung hier die Zange entgegen. Wofür die da ist, zeige ich euch jetzt gleich noch. Wir packen es aus, heben eine Ebene raus. Und jetzt haben wir den Thunder, wie er dann letztendlich in der Verpackung liegt. So sieht also das gute Stück aus. Wir packen es mal aus. Das Herzstück ist eigentlich dieser Aufsatz. Darunter verbirgt sich dann aber dieses kleine Gitter, was wir erstmal einfach hier reinlegen. Und obendrauf haben wir noch hier einen Aufsatz. Wie genau wir es damit machen, zeige ich euch dann gleich noch. Letztendlich hat man dann hier dann den Kopfaufsatz. Und da kann man es dann dementsprechend draufstellen. So zumindest die Logik dahinter. Der Aufsatz ist jetzt dafür ausgelegt, mit ein oder zwei Kohlen zu rauchen. Ich persönlich werde es mit zwei machen. Ich werde den auch vorheizen lassen. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal probiert und ich hatte immer so das Gefühl, dass es sehr lange braucht, bis dieses Edelstahlteil hier wirklich warm wird. Deswegen lege ich es zwei, drei Minütchen auf dem Anzünder drauf. Und genau wie ich den Kopf baue, werde ich euch jetzt gleich auch noch zeigen. Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr seid ein bisschen härter, sage ich mal, und wollt ihn auf Kontakt rauchen, funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Oder ihr seid, sage ich mal, ihr wollt ein entspanntes Köpfchen rauchen, dann nehmt ihr natürlich auch eine Kohle und nicht zwei oder drei und dann baut ihr ein bisschen auf Abstand. Ich werde Variante 1 nehmen, also die härtere Variante, die wo auch mir persönlich mehr Bock macht. Ich würde sagen, da bauen wir uns jetzt erstmal ein Köpfchen. Aber bevor wir das machen, noch kurz eine Anleitung und zwar, wofür ist jetzt diese Zange hier da? Ihr seht schon, der Name Zange kommt ja nicht irgendwo her. Wir haben hier die Möglichkeit, hier den Aufsatz ganz nice zu nehmen und hier zu verstellen. Finde ich ganz cool. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, dass es rausrutscht, aber ist echt stabiler, als man denkt. Also im ersten Moment wirkt es sehr, ja, wie soll ich sagen, man hat einfach Angst, dass es rausfällt. Hier nachher Kohlen drin und du läufst hier so ganz entspannt mit so einem Stückchen Holz rum. Das funktioniert echt besser, als man denkt. Was allerdings nicht ganz so geil ist, ist halt, man hat hier ein bisschen Schwierigkeiten, da reinzukommen. Da muss man nachher dann doch noch eine andere Zange wählen. Das kann man hier irgendwie auf keine Art und Weise einfädeln. Also das heißt, ihr braucht definitiv noch eine andere Edelstahl- oder Alu-Zange, womit ihr dann diesen Aufsatz hier letztendlich auf- oder ab machen könnt. Okay, jetzt bauen wir uns erstmal den Kopf. Was vor allem wichtig ist, dabei zu beachten, wie schon gesagt, ich baue den Kopf jetzt etwas höher. Wir machen eine 50-50-Mischung aus Piri Punch und Ice Lie on the Rocks. Das seht ihr auch jeweils an der Farbe des Tabaks. Was beachte ich? Ich lasse den Tabak eigentlich locker fluffig reinbauen. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen Ice Lie, also von dem dunkleren habe ich etwas viel genommen. Deswegen habe ich den leicht angedrückt. Normalerweise müsst ihr es aber nicht machen. Ihr könnt ganz fluffig bauen. Und dann baue ich das Ganze so in etwa bis auf der Höhe von dem mittleren. Wird dann wahrscheinlich auch so laufen. Ich lasse jetzt mal die Kohlen angehen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Ding qualmt. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe den Aufsatz hier auf meine Turbine noch draufgestellt. Hier, zuerst war es noch auf dem Booster drauf, hier, jetzt noch mal kurz so drauf. Und ich habe aus Gewohnheit jetzt natürlich drei Kohlen angemacht, aber das ist nicht nötig. Zwei reichen euch da komplett. Und dann hat das Teil oben drauf schon mal gut Temperatur, was sehr, sehr wichtig ist. So sieht das Ganze dann aus, wenn ich es transportiere. Hier so mein Kohlekorb, hier das Setup oder das Setup. Jetzt heißt es hier einfädeln. Oh ja, klappt schon relativ gut.
Jetzt hier drauf. Jetzt müssen wir es gleich zischen hören. Sitzt das richtig? Ja, ich glaube schon. Ne, jetzt sitzt du nicht. Jetzt sitzt. Jetzt hier eine normale Zange nehmen. Hier, ich habe da eine Werkbundzange. Kurz die Kohlen abklopfen. Und jetzt nur zwei draufballern, ganz wichtig. Den Aufsatz hier nehmen, hier rein mit der Spitze und jetzt den ganzen Lachs anrauchen. Wir sehen uns gleich wieder. Einfach nur perfekt, wenn man schon 5 Minuten aufnimmt und merkt, ach scheiße, die Aufnahme läuft gar nicht. Okay, second, first try. Wir haben jetzt hier den Mosaic Thunder oben auf der Mos Priest 2. Wir haben hier Hydrogen Hashtag Sleeves angebaut, die ich ganz nice finde, aber es tut jetzt nicht groß zur Sache. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, passt auf die Zange gut auf, weil mit der Zange geht es wirklich am allerbesten, das Hoch- und Runterheben. Wenn wir schon gerade beim Hoch- und Runterheben sind, sitzt es jetzt gut? Ja, es sitzt gut, oder? Ja. Oder? Jetzt sitzt es gut. Ja, jetzt sitzt es gut. Immer schauen, dass der Aufsatz gut drauf sitzt, weil das verschickt ist. Ihr könnt den Aufsatz drehen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, die Luftzufuhr zu erleichtern oder zu erschweren. So könnt ihr dann auch nochmal den Durchzug, falls euch von der Pfeife aus ein bisschen zu leicht ist oder zu schwer, nochmal etwas anpassen. Jetzt habe ich natürlich im vorherigen Take schon die ganze Zeit gezogen und geschaut, wie das Ganze raucht. Mit euch jetzt ist mein 6. Zug und ich sage euch jetzt gleich, wie es raucht, wie es schmeckt. Ja, das, was wir jetzt da sehen wollen bei einem Kopf. Ich muss sagen, man schmeckt so gefühlt noch mal ein bisschen so mehr heraus, weil ich rauche jetzt aktuell mit 2 Kohlen. Man kann auch mit einer rauchen, auf harmlos angelehnt, aber ich rauche lieber mit 2, damit ich ein bisschen mehr reingehe in die Masse. Ihr wisst Bescheid. Man schmeckt halt weniger Beigeschmack der Kohle. Ihr kennt selber, wenn man zum Beispiel einen Doppelapfel mit 4 Kohlen ballert, dann merkt man schon das Kohlenmonoxid auf jeden Fall, das dann halt irgendwie durchballert. Aber so, es ist sehr, sehr angenehm, sehr soft. Wir hatten den auch in Straßburg mit dabei. Da war ich mit meiner Freundin letztens. Dann haben wir bei mir zum Beispiel 2 Kohlen drin gehabt und bei ihr dann eine. Also da gibt es dann auch viele Möglichkeiten, wie man spielen kann. Was auch ganz cool ist, die Thunder Jungs, die haben auch einen Blog. Da kann man auch sich einfach das Ganze anschauen, wie die bauen, wie die das empfehlen. Die haben hier noch geschrieben, benutzt am besten 27er Kohle. Habe ich standesgemäß jetzt nicht gemacht. Ich habe 26er Cocobration verwendet. Aber 27er macht da schon mehr Sinn, weil natürlich, wenn ihr eine Kohle habt, dann ist die ein bisschen größer, stärker, heißer und das empfiehlt sich natürlich für den Kopf. Deswegen aber auch die Bitte an euch, wenn ihr den verwendet, legt den davor nochmal kurz auf den Anzünder, damit es einfach nochmal ein bisschen warm wird, weil diesen ganzen Edelstahlblock da oben warm zu kriegen, da braucht schon etwas Hitze. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen in dem Block rumgelesen und die haben geschrieben, auf Kontakt bauen, genau richtig. Dann haben wir es ja in dem Sinne richtig gemacht. Ich denke auch, auf Kontakt, das ist immer die beste Entscheidung. Vor allem, das ist jetzt nicht wie bei so einem Callout 1 Plus auf Kontakt, wo dann so richtig reingescheppert wird in die Masse, sondern das ist dann mehr so ein entspanntes Rauchen. Mir persönlich gefällt der Kopf sehr, sehr gut. 64 € hat es gekostet gehabt. 64 € finde ich persönlich so von dem, was man kriegt, schon angemessen. Ich kenne auch die Jungs dahinter, die sind auch noch relativ klein, aber geben sich extrem viel Mühe bei dem, was sie machen. Und das sieht man halt auch an so Kleinigkeiten der Verarbeitung. Alles in allem wirkt alles sehr hochwertig, sehr detailverliebt. Vor allem auch so kleine Geschichten wie oben der Deckel mit den Verzierungen. Macht natürlich auch Spaß, wenn man den dann anguckt, dann ist es optisch auch sehr ansprechend. Preislich, was kann ich dazu sagen, 64 €. Callout 1 Plus kostet, glaube ich, schon allein regulär 64 € mit Kopf. Dann nochmal mehr, also sag mal 25 für den Kopf, dann sind wir da schon gut bei 80 €. Und der hier kostet halt 65 im Komplettset. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr Fragen zu dem Mosaic Thunder habt, gerne rein in die Kommentare. Und wenn ihr mehr YouTube-Content bzw. Shisha-Content auf YouTube sehen wollt, auch gerne ein Abo da lassen. In dem Sinne wünsche ich euch einen guten Rauch und bis zum nächsten Mal.